Herzlich willkommen, mein lieber Stier. Ich gucke heute für dich in 2024 rein, in ganz viele Bereiche, was wir da schon sehen dürfen. Unter anderem Liebe, Beruf, Finanzen, soziale Verbindungen. Aber natürlich machen wir auch eine kleine Innenansicht, wie es dir persönlich 2024 gehen wird. Glückliche Chancen, persönliche Entwicklung und Spiritualität. Zum Ende des Videos ziehe ich dir hier aus diesen Karten noch einen glücklichen Segen, der dich im Jahr begleiten soll. So, Thema Liebe ist das erste. Guck mal hier, die Karte klebt am Finger. Du wartest, du gibst. Und da kommt ein Mann, der dich will oder eine Person, die dich wirklich will und wirklich heiß ist, ja? Also, diese Legung gilt für Singles, diese Legung gilt für Paare. Wenn du Single bist, hier sehe ich dich in einer wartenden Position. Es könnte ein bisschen dauern, bis jemand kommt, aber du wartest auch ein bisschen, ich sag mal, zu verbissen. Das ist in der Karte leider so ein bisschen drin, so dieses, ich bin vorbereitet, wann kommt er denn jetzt endlich, ne? Ich bin ein bisschen ungeduldig, ich fokussiere es vielleicht auch zu stark, ne? Das einmal als Thema. Es kann auch sein, dass du hier von deinem bestehenden Partner, mit dem du seit 30 Jahren verheiratet bist oder Partnerin wartest, ne? Wir gucken hier im Übrigen auf Menschen, nicht auf Geschlechter. Die Königinnen seid ihr, die gerade das Video schauen. Die Könige sind ein Gegenüber. So, du wartest hier schon so ein bisschen verbissen und im Hintergrund hast du schon ganz viel aufgereiht. Du hast dir schon überlegt, was könnte ich mit meinem Partner anstellen, was können wir unternehmen. Du hast schon genaue Vorstellungen, wie das ablaufen wird. Und jetzt wartest du quasi, dass diese Erfüllung durch den Partner endlich kommt. Mit den sechs der Münzen haben wir nochmal eine Karte. Hier wird es plötzlich, kommt wie so ein Reichtum, als ob du plötzlich Leute kennenlernst. Ne? Vielleicht ist da noch nicht der Richtige dabei, aber du lernst hier den einen oder anderen kennen. In einer Beziehung würde ich sagen, du bist hier jemand, der sehr gerne gibt und irgendwie darauf wartet, dass Ähnliches wieder zurückkommt. Ne? So ein bisschen diese Karma-Lehre. Wenn ich mich gut verhalte zu meinem Partner, warum gibt er mir nicht was zurück? Das kann tatsächlich hier an dieser Stelle so ein Ungleichgewicht auslösen, ne? Dass man sich zwar einmal in diese Rollenverteilung zwar hineinfallen lässt, der Partner nimmt und du gibst die ganze Zeit. Der Partner denkt, es wäre vollkommen in Ordnung, die ganze Zeit zu nehmen und zu nehmen und zu nehmen. Das wäre jetzt eure Rollenverteilung. Häufig passieren diese Dinge einfach unterbewusst, dass die so ablaufen und am Ende des Tages bist du aber unzufrieden, weil du etwas von ihm erwartest, was du aber nicht ausgesprochen hast, ne? Und da möchte ich dich nur einmal kurz darauf hinweisen, dass da hier die Waagschalen nicht ins Ungleichgewicht kommen und ja. Wenn du im Übrigen das nicht fühlst, dann ist es einfach nicht deine Legung. Dann habe ich dich hier an dieser kollektiven Legung nicht erwischt. Das passiert einfach mal. Versuch aber nicht krampfhaft irgendwie diese Energien auf dich selber umzumünzen. Wenn du es einfach nicht fühlst und sagst, sorry, nicht mein Thema, bei mir läuft es anders, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. So, durch dieses Ungleichgewicht, ja, dieses ich erwarte etwas, ich gebe ganz, ganz viel und irgendwie kommt das nicht, kommt hier plötzlich ein König der Stäbe ins Spiel. Das ist jemand, der sehr reizvoll ist und der auch wirklich ganz, ganz viel Leidenschaft und so das Feuer der Liebe mit sich bringt. Ne? Ich würde schon fast sagen, ganz fies übersetzt, ein kleiner Casanova, der dich vielleicht auch von sich plötzlich begeistert und der so alle Versprechungen zu erfüllen scheint, die du dir so vom Leben, von der Liebe gemacht hast. Ne? Wenn du, wie gesagt, in einer Beziehung bist, dann ist hier so ein bisschen Gefahr, dass hier jemand kommt und dich abspenstig macht, deinem Partner. Wenn du Single bist, dann kommt der wahrscheinlich, auf den du so lange wartest. Ich weiß nicht, ob es genau die Energie ist, die du haben willst in deinem Leben. Aber das hier ist wirklich jemand, der ist temperamentvoll, der will dich und der bringt auch wirklich das heiße Feuer, das Glühen der Liebe mit und wie gesagt, könnte tatsächlich, wenn du Single bist, dein Jahr werden. Wenn du in einer Beziehung bist, ne, würde ich sagen, oha, da könntest du ein bisschen wackelig werden mit der Treue, ne? Aber auch das einmal nur kurz als Hinweis. Vielleicht arbeitest du hier auch schon dran, ne? Dass man hier vielleicht besser mit dem Partner kommuniziert. Was erwartet man und was ist man bereit zu geben, bevor man hier anfängt, so wackelig zu werden und so empfänglich für einen anderen Menschen. So, wir gucken auch nur ganz grob in die Liebe. Ich habe extra nochmal Liebesvideos gemacht für 2024. Schaut sie euch auch gerne an, wenn es euch interessiert. Jetzt gucken wir einmal auf das Thema Beruf. Eremit. Generell habe ich dich aber sehr fest und sehr sortiert in deinem Beruf. Guck mal hier, die Karten ließen sich gerade ganz, ganz
ganz strukturiert mischen und jetzt fallen hier Karten, die sagen, oh, auch da ist ein bisschen wackelig. Okay. Mit dem Eremiten haben wir eine Energie, du wirst irgendwas an deinem Beruf ordentlich überdenken. Du wirst dir da auch nochmal die eine oder andere Planung zu Gemüte führen müssen oder beziehungsweise irgendwie ernste Gedanken drüber machen. Der Eremit zeigt immer so ein Einsiedler-Dasein, wo, dass man dazu nutzt, dass man alleine ist, dass man sich aber auch wirklich ernsthafte, gründliche Gedanken macht. Wenn du das Gefühl hast, die sind irgendwie überfällig, dann versuch dir irgendwie die Zeit dafür zu nehmen, ne? Und lass dich nicht hetzen, wenn da irgendwie eine Entscheidung auf dich zukommt. Lass dich auf keinen Fall hetzen. Lass dich nicht irgendwie erpressen, diese Entscheidung von heute auf morgen, sondern wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Woche Überlegzeit, nimm sie dir. Das einmal an dieser Stelle. Der Eremit leuchtet zusätzlich mit seiner kleinen Laterne ein bisschen in der Dunkelheit und guckt, wo sind mögliche Wege. Und in dieser Karte ist eben auch Planung, vielleicht auch eine langfristige Zukunftsplanung versteckt. Jetzt haben wir hier bei dir einmal eine Augenbinde, du bist in einer gefesselten, gebundenen Position und du stehst dir ein Stück weit auch selber im Weg. Das ist das, wie ich dich hier sehe. Häufig haben wir ja das Gefühl, die Umstände sind dafür verantwortlich, dass es nicht weitergeht. Bei dir sehe ich, dass es die inneren Aspekte sind, die dich hier halten, die dich nicht weiterlaufen lassen und die dich vielleicht auch gewisse Chancen nicht erkennen lassen. Augenbinde, sehr präsent in diesem Bild. Du kannst irgendetwas nicht realistisch überblicken und stehst dir somit auch irgendwie selber im Weg. Und dadurch kommst du in eine Mangellage oder in eine Lage, wo du das Gefühl hast, beruflich muss ich den Gürtel enger schnallen. Es geht nicht so voran, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht bist du auch in so einer Sackgasse gefangen, ne? Da an dieser Stelle auch sehr gerne mal eine Innenschau veranstalten. Was habe ich eigentlich für Wertvorstellungen? Wie stelle ich mir eine Arbeit vor und wie geht das überein mit den äußeren Umständen, mit denen ich klarkommen muss? Ne? Das ist manchmal schwierig, das irgendwie sich wirklich zu Gemüte zu führen oder zu verdeutlichen, aber das scheint hier an dieser Stelle wichtig zu sein, dass du dich da auch selber überprüfst. Vielleicht guckst du auch einfach, was macht mich glücklich an meinem Job, was macht mich nicht glücklich in meinem Job, ne? Was erwarte ich und was ist eine überzogene Vorstellung und was ist eine durchaus realistische Vorstellung, die ich hier auch erwarten kann und die ich mir vielleicht auch einfordern sollte. Mit dem gehängten Mann haben wir hier eine Energie, es wird nicht weitergehen, wenn du diese innere Arbeit nicht machst im beruflich. Der gehängte Mann ist so eine typische Energie. Es geht hier nicht voran. Ich bin auch hier gebunden. Hier ist auch so eine sehr adyname Bewegung drin oder beziehungsweise eigentlich gar keine Bewegung, ne? Du stehst still. Du bist irgendwie wie festgeklebt auf deinem beruflichen Werdegang. Und hier, wie gesagt, muss Arbeit getan werden. Beim hängenden Mann ist immer eine gewisse Opferbereitschaft nötig, damit es hier irgendwie weitergehen kann. Die Opferbereitschaft wird wahrscheinlich so aussehen, dass du hier wirklich dir ernsthafte Gedanken machst und vielleicht auch noch mal eine Innenschau veranstaltest. Und dann mit dem Pagen der Stäbe kommt hier so ein Impuls von Mut und von Veränderung. Aber das Ding ist halt in dieser Legung, ich sehe noch nicht, dass die Veränderung funktioniert, aber ich sehe diesen Impuls hin zur Veränderung. Ich bin mutig. Ich mache diese Innenschau. Ich überlege mir wirklich auch ganz realistisch, vielleicht auch hart. Gehe selber mit mir hart ins Gericht und überlege, wie komme ich aus diesem Stillstand raus. Ja, dieser Impuls ist da, aber natürlich wird sich nichts verändern, wenn du diese Arbeit hier nicht angehst. So, das ist das, was ich dir zum Thema Beruf schon mal sagen kann. Jetzt gucken wir aufs Thema Finanzen, wie es da aussieht im neuen Jahr, was wir da sehen dürfen. Und auch da möchte ich euch bitte einmal bitten, bitte vergesst eure Selbstverantwortung nicht. Das heißt, wenn ich sage, da kommt ein Bonus auf euch zu, bitte gebt noch kein Geld aus, das ihr nicht in der Hand habt. Das ist mir einmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen. Und natürlich ist das hier eine kollektive Legung und kann nicht auf alle zutreffen. Ich versuche definitiv alle eure Energien einzufangen, aber ob es mir dann am Ende gelingt, das steht auf einem anderen Blatt. So. Stier, das sieht hier schon mal sehr, sehr gut aus. Ich habe dich hier in einer Position, wo ich sagen würde, hier ist eigentlich alles rundum schön. Wir haben drei Karten aus der Hohen Arkana und ich habe das Gefühl, hier ist auch irgendwie alles in Ordnung. Du hast vielleicht deinen Teil gelernt zum Thema Finanzen. Ich sehe dich hier in einer sehr
hochgestellten Situation, wo du auch mit Geld gut und vernünftig umgehen kannst, wo du auch eigentlich so an nichts mangelt, ne? Hier sind tatsächlich eine Menge Karten, wo ich sagen kann, sorglos, es wird irgendwie laufen. Egal, was für eine Rechnung dir ins Haus flattert, die wird bezahlt werden können. Das einmal an dieser Stelle, ne? Die Sonne ist eine großartige Glückskarte, Schutzkarte. Vielleicht wird da auch nochmal die eine oder andere Extra-Anschaffung da sein, die euer Leben bereichert, die euer Leben glücklicher macht. Gerade so im Sommer, ich weiß nicht, irgendwas Hübsches für den Garten, Pool für die Kinder, was weiß ich, ne? Das ist auf jeden Fall eine Karte. Es geht uns gut. Wir müssen uns darum keine Sorgen machen. Wir können einfach genießen. Ne? Das ist so die Energie, die ich jetzt erstmal habe. Ne? Und wie gesagt, dich hier mit der Welt, ne? Das ist eine großartige Karte, die einfach anzeigt. Vielleicht hast du in deinem Leben finanziell schon die eine oder andere Krise hinter dich gebracht. Du weißt, wie du das machst. Beziehungsweise du weißt auch, wie das vonstatten geht und wie du dich da wieder rausziehen kannst. Mit dem Tod haben wir jetzt hier nochmal eine Karte. Es geht Richtung Licht. Ne? Es wirkt tatsächlich so, ob du, als ob du 2023 Sorgen hattest, egal ob sie berechtigt oder unberechtigt waren. Diese Sorgen werden sich langsam abbauen. Ich habe tatsächlich sowieso gesehen, dass wir finanziell alle irgendwie so ein bisschen Entspannung erleben. Das kann ich euch schon mal so ein bisschen spoilern, dass 2024 nicht mehr finanziell so hart angespannt ist. Ich hoffe tatsächlich auch, dass ich das so interpretieren darf, dass die Inflation nicht so schnell voranschreitet, dass es sich einfach so ein bisschen in die Stabilität einpendelt. Ne? Mit dem Tod, sehr schöne Karte, weil der Tod reitet hier Richtung Licht. Im Hintergrund geht die Sonne auf zwischen den Türmen. Es ist alles so ein bisschen, als ob da wieder so ein Silberstreif am Horizont ist, dass wir uns alle auf so eine schöne Stabilisierung einstellen dürfen und bei dir definitiv auch. Hier sehe ich auch keine Knackpunkte, nichts, was du beachten sollst, sondern wenn du einen guten Umgang mit Geld hast, ja, mach das bitte alles genauso weiter. Brauchst du dir keine Sorgen machen. Da ist nichts, worüber wir uns unterhalten müssen. So, nächstes Thema sind soziale Verbindungen. Das sind die Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld. Das heißt, die entfernte Familie, die Kernfamilie, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen und natürlich auch der Kegelverein. Alle Menschen, mit denen du dein Leben so verbringst. Was darf ich dir da sagen? Guck mal da. Wieso ist die geknickt? Okay, eine Freundschaft zerbricht, das kann ich dir sagen. Eine Freundschaft, und das ist auch leider nicht veränderbar. Da ist tatsächlich eine radikale Akzeptanz drin. Der Rest ist aber stabil, glaube ich, ja. Okay. Ja, hier sind wieder die Schwerter. Okay, super. Ja, genau, was ich gesagt habe, ne? Hier ist eine ganze Menge Schwertenergie. Das ist hier bei einer einzigen Person. Ich kann dir aber nicht sagen, wer das jetzt genau ist an der Stelle, ne? Dazu müssten wir tatsächlich eine persönliche Legung machen. Auf der einen Seite habe ich, wie gesagt, hier eine Person und die verabschiedet sich langsam aus deinem Leben. Ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen passiert und ich glaube auch nicht, dass dich das sehr überraschen wird. Das wird wahrscheinlich jemand sein, der sich in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit komisch entwickelt hat, mit dem du einfach auch jetzt schon merkst, die Energien stimmen nicht mehr oder diese Person verhält sich irgendwie so, dass ich damit nicht mehr umgehen kann. Ne? Das ist so ein bisschen das Thema. Also wenn du jemanden im Kopf hast, mit dem du denkst, ah, das könnte auf den Bruch hinauslaufen, ja, wird es definitiv. Zehn der Schwerter ist eine typische Energie, da fällt man eine Entscheidung im Kopf. Das ist Verstandeskarte. Ne? Da macht man sich tatsächlich auch vorher einen Plan. Vielleicht schreibst du dir sogar eine Pro- und Kontraliste. Will ich Freundin oder Freund XY noch in meinem Leben haben? Und dann schreibst du dir Pro und Contra und merkst am Ende, okay, die Kontraseite überwiegt leider, tut mir leid, geht nicht mehr. Ne? Hier kommt diese Überprüfung, ne? Das musstest du tatsächlich annehmen und dann kommt auch der Abschluss relativ zügig. Ne? Auch wenn man noch Gefühle und Wohlwollen für die Person hat, Sympathie und eigentlich möchte man, hat man diese Person noch am Herzen. Ne? Es fällt einem nicht so ganz leicht, aber es geht nicht mehr. Es wirkt hier tatsächlich so, es ist, also der Drops ist gelutscht, die gemeinsame Zeit ist vorbei. Natürlich ist hier verhagelte Stimmung, du darfst auch gerne weinen und traurig sein, überhaupt kein Problem. Am Ende des Tages aber die zusammensammeln. Bei den restlichen sozialen Verbindungen habe ich hier tatsächlich überhaupt nichts zu bemängeln. Du bist hier Königin der Münze, du wirst geschützt oder geschätzt für das, was du tust. Du bist an Entwicklung interessiert, du magst deine Leute mögen dich. Sie umgeben sich gerne mit dir und sie erleben dich auch als warmherzige Person, beziehungsweise als jemand, der auch wirklich sich Sorgen macht um andere Menschen und sich wirklich auch kümmert. Ne? Das ist so ein bisschen die Karte der Mutter oder es soll eine
eine mütterliche Person darstellen, die sich auch wirklich hier den Popo aufreißt, damit es allen um sie herum gut geht. Und ich sehe hier gleich die Wertschätzung, ja? Die Personen wissen, was sie an dir haben. Diese Personen wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, warum das in die Grütze gegangen ist, aber die anderen Personen werden dich wertschätzen, sie werden dich hochleben lassen, feiern. Und das ist natürlich hier sehr, sehr schöne Energie, ne? Also generell jemand, der sehr geschätzt wird in seinem sozialen Gefüge und den die Leute auch wirklich gerne um sich haben. So, jetzt machen wir die Innenansicht. Wir gucken jetzt einmal auf dein persönliches Glück 2024. Was darf ich dir zu deinem Glück erzählen? Ich finde tatsächlich, das ist eines der wichtigsten Themen, ne? Wie werde ich glücklich? Warum bin ich glücklich? Wie schaffe ich es, noch glücklicher zu werden oder endlich glücklich zu sein? Und dann gucken wir mal, was wir da bei dir sehen. Wenn ihr euch fragt, was ich mache, ich spüre die Energien der Karten. Guck mal hier, die klebt am Finger. Super. Na komm, welche will sich da rausarbeiten? Ah, schön, großartig, großartig, schöne Legung. So, wir haben dich hier in einer Position, wo du genügend Glück hast. Ja, du kannst Glück gerne abgeben. Das ist so die Karte. Ich bin reich, ich kann das gerne teilen. Das Ding ist, häufig fühlt sich das nicht so an, weil wir häufig so ein bisschen, ich sag mal, auch verwöhnt sind, ne? In vielen Teilen der Welt haben die Leute einfach nichts. Und wenn wir ein Bett haben und ein Dach über dem Kopf, dann sind wir häufig schon glücklicher als die allermeisten anderen Menschen auf dieser Welt. Aber natürlich hier, es will noch irgendwie gesehen werden, ne? Ich sehe dich hier aber auch in einer Position, wo es dir durchaus bewusst ist, dass du vielleicht das eine oder andere Glück auch wirklich in deinem Leben hattest und auch gerne mit anderen teilen möchtest. Ich finde tatsächlich so Sachen wie Glück und Liebe. Das ist nicht begrenzt auf dieser Welt. Das wird noch mehr und potenziert sich, wenn wir das teilen miteinander. Und ich sehe dich hier auch in einer Position, wo du anderen Menschen von deinem Glück etwas abgibst, beziehungsweise Aufmerksamkeit diesen Menschen schenkst, die vielleicht nicht so reich gesegnet sind. Ich sehe dich hier aber auch in einer Position, wo du sehr verantwortungsvoll mit deinem eigenen Glück umgehst, wo du einen guten Überblick hast, was macht mich glücklich, was macht mich nicht glücklich, was möchte ich in meinem Leben und was möchte ich auf keinen Fall in meinem Leben. Königin der Schwerter bist du hier an dieser Stelle und sie hat einen großartigen Weitblick. Sie kann über die Wolken hinwegschauen, auch über die eigenen Wolken. Manchmal ist es ja so, dass bestimmte Dinge, bestimmte Vorstellungen in uns selber uns die Sicht vernebeln. Du sitzt da wirklich ein gutes Stück erhöht und hast da auch einen schönen Überblick, ne? Also jemand, der genau weiß, was er will und das Glück oder beziehungsweise das eigene Leben sehr schön nüchtern und distanziert auch betrachten kann. Jemand, der wirklich auch differenzieren kann. Das ist hier tatsächlich an dieser Stelle sehr schön. Ich sehe hier gerne weiter fleißig bleiben beim Thema Glück. Und wie gesagt, du weißt auch, in welche Richtung das geht, was dich glücklich macht, wo du wieder mehr dran arbeiten musst. Ich weiß nicht, wenn du irgendwie unglücklich bist und merkst, oh, ich habe in letzter Zeit den Sport vernachlässigt, dann wirst du dich aufraffen und zum Sport gehen. Zum Beispiel. Ich habe dich hier nochmal 2024 in einer Position, wo du das eine oder andere nochmal ausprobieren darfst und kannst, ne? Vielleicht ein neues Hobby, was dich glücklich macht, vielleicht irgendwelche neuen Aktivitäten. So ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen reinschnuppern in verschiedene Sachen und so ein bisschen auch gucken, ah, gefällt mir das nicht. Du bist da relativ offen und du bist da auch in so einer Position, wo du gerne irgendwie ein bisschen Motivation mitbringst, um vielleicht das eine oder andere nochmal auf dich zukommen zu lassen, ne? Das ist so ein Herumprobieren mit Sicherheitsnetz. Man muss sich nicht verpflichten, aber man darf da gerne mal reinschnuppern, mal gucken, wie fühlt es sich an und wenn es nichts für dich ist, dann gehst du einfach wieder nach Hause. Ne? Von daher eigentlich eine sehr schöne Legung beim Thema Glück. Jetzt gucke ich noch mal auf die persönliche Entwicklung. Ich finde tatsächlich ein vernachlässigtes Thema, weil egal in welchem Lebensalter wir sind, wir entwickeln uns immer, immer, immer noch weiter. Und ich möchte mal schauen, was ich da 2024 für dich sagen darf. Ah, du wirst mit etwas besser fertig. Du wirst eine gewisse Kraft entwickeln. Okay, super.
Also, das hier ist so dieses innere Dämonen bezwingen, beziehungsweise mit irgendetwas besser fertig werden und aus einer neuen Kraft schöpfen. Es kann sein, dass du hier an dieser Stelle 2024 etwas lernst oder beziehungsweise lernst, mit etwas anders oder besser umzugehen. Vielleicht mit einem Thema, was dich schon dein ganzes Leben lang begleitet oder du bist zum Beispiel in einer Position, wo du dich nicht gut gegen Autoritäten durchsetzen kannst. Auf der einen Seite hast du aber wirklich das Gefühl oder die Intention, ich muss das jetzt angehen, ich muss das jetzt irgendwie mal in den Griff kriegen und ich will das auch können. Ne? Wenn der Chef mich die ganze Zeit cholerisch anschreit, dann muss ich dem hier Paroli bieten können und das sehe ich hier auch bei dir, dass dir das durchaus gelingen wird. Egal welches Thema, das mit dem cholerischen Chef ist jetzt an dieser Stelle nur ein Beispiel. Ne? Du wirst das bezwingen können und ich habe auch das Gefühl, als ob du hier mit schwierigen Menschen eigentlich ganz gut kannst und die auch irgendwie ganz gut wieder runterholst, wenn sie ausrasten. So, das wird sich am Anfang sehr schwer anfühlen und ich habe dich in der Position, wo es dich auch so ein bisschen in die Knie zwingt, wo du dich durchbeißen musst. Das Schöne ist aber, die Lernkurve ist hier extrem steil, weil hier haben wir die 10 der Stäbe, das ist so dieses schwere Gewicht, was einen nach unten zieht, und aus jedem Stab wird plötzlich ein Kelch und das bringt automatisch diese Last, die du da auf dich genommen hast, wird zu einem Regenbogen und wird dich bereichern. Es ist so ein bisschen alles, was du da an Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung reinsteckst, das wird sich nach hinten heraus absolut lohnen. Das wird sich potenzieren als Glück, ne? Also das heißt, jede Minute, die du über dich selber nachgedacht hast, die ist am Ende irgendwie für was gut. Es ist irgendwie so wie so eine Belohnung, die du am Ende bekommst. Und dann, wenn du zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel mit dem cholerischen Chef, ne? In dem Moment, wo du das bezwungen hast und irgendwie weißt, wie du mit dem umgehen kannst, in dem Moment hast du irgendwie die ganze Nummer abgearbeitet und abgefrühstückt und du machst dir nicht jeden Morgen Sorgen, ins Büro zu kommen und angebrüllt zu werden, weil du einfach ganz genau weißt, welche Knöpfe du bei dem Chef drücken kannst, oder vielleicht interessiert dich das auch einfach sehr viel weniger, dass dich da jetzt ständig jemand anbrüllt oder du hast andere Wege gefunden, um damit irgendwie umzugehen. Und dadurch bekommst du wie so eine innere Freiheit und ein inneres Glück. Mit dem Eremiten haben wir aber noch mal so eine Energie. Da wird sich tatsächlich auch noch mal ein guter Plan zurechtgelegt, beziehungsweise da wird viel drüber nachgedacht. Es kann sich bei dieser Karte auch um so eine gewisse Innenschau handeln, dass du da vielleicht dich selber auch noch mal reflektierst, anguckst und vielleicht auch noch mal die eine oder andere Meditationsübung in Ruhe machst, ne? Also das heißt, viel in sich hineinhorchen. Nimm dir da an dieser Stelle auch die nötige Zeit und die nötige Ruhe, die du dann wirklich brauchst, um auch wirklich da bei dir zu sein und nochmal ganz genau nachzudenken oder vielleicht auch zu meditieren oder beziehungsweise auch auf deine eigene innere Stimme zu hören, die dich da leiten wird. So, nächstes und letztes Thema. Wir gucken jetzt nochmal auf deine Spiritualität. Viele von euch sind spirituell oder vielleicht auch einfach nur spirituell interessiert und auch da möchte ich mal kurz eine kleine Tendenz sehen. Oh, war ja. Oha. Okay, da habe ich tatsächlich so eine Energie von Scharlatane drohen. Da ist jemand, der das nicht gut mit dir meint und der dir auch etwas verkauft, als ob das der einzig wahre Weg ist, ne? Das habe ich hier so mit drin. Keine Ahnung, was wer oder was das ist. Auf jeden Fall habe ich hier jemanden, der ist umringt von Dunkelheit, ja. Das ist jemand, der wird sich ausgeben als absoluter Meister seines Faches. Kann auch, wie gesagt, an der Stelle eine Frau sein. Und das ist tatsächlich ein Rattenfänger. Das einmal kurz mittendrin. Wir haben einmal den Turm. Das heißt, er bringt irgendwie schlechtes Karma mit. Das ist jemand, der hat keine guten Intentionen und das ist auch hier irgendwie so jemand, der jemanden künstlich an sich bindet. Mit dem Teufel haben wir hier tatsächlich so eine Energie, das ist die dunkle Seite der Spiritualität, vielleicht auch dieses künstlich an sich binden. Das sehe ich ab und zu bei einigen Kartenlegerkollegen. Ich möchte da tatsächlich keine Namen nennen, aber die auch die Leute so künstlich an sich binden und versuchen, sie so ein bisschen unfrei zu machen. Natürlich, weil sie ihre Kartenlegungen verkaufen wollen und man auf jeden Scheiß, den man auch eigentlich selber entscheidet, kann, nochmal die Karten legen soll. Und das ist hier, wie gesagt, so eine künstliche Anbindung oder so eine Unfreiheit, die hier an dieser Stelle verkauft wird und das Ganze im Rahmen der Spiritualität. Ne? Wie gesagt, kann auch eine Frau sein. Hier am Ende, wie gesagt, da bringt jemand schlechtes Karma mit und das ist auch jemand, der ist schon länger auf einem dunklen Weg unterwegs. Das muss sich nicht unbedingt dunkel anfühlen. Diese Person wird wahnsinnig beeindruckend sein, wahrscheinlich auch eine helle und schimmernde Person.
Person, die hier an dieser Stelle aber keine gute Agenda auf dem Zeiger hat. So ein bisschen der Wolf im Schafpelz. Der bringt eine Menge schlechte Energie mit und der bringt auch dieses, bald wird sich Karma an diese Person rächen. Und dann wäre ich an deiner Stelle nicht in dieser Nähe. Das ist einmal ganz, ganz wichtig, ne? Diese Person macht eine gewisse Unfreiheit. Vielleicht kommt sie sehr liebevoll daher, aber sie hat zwischendurch auch immer diese kühlen und nüchternen Aspekte, wo man das Gefühl hat, man hat was falsch gesagt. Das ist hier an dieser Stelle auch irgendwie sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so detailliert erklären kann. Ich habe das ganz, ganz stark. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe hier nur ein, zwei, drei, vier, fünf maximal Leute am Wickel, die auf diese Person reinfallen könnten. Aber es scheint hier eine wichtige Nachricht zu sein, ne, an dieser Stelle. Das Schöne ist, ihr seid jetzt an dieser Stelle gewarnt und ihr könnt da ein bisschen drauf aufpassen. Diese Person wird sich hier wirklich so verkaufen, als hätte sie die Weisheit mit Löffeln gefressen, als hätte sie quasi das ganze Lebensspiel einmal von vorne bis hinten durchgespielt, als würde sie das gesamte Universum von vorne bis hinten verstehen. Und tut mir leid, aber das kann keiner, außer der liebe Gott selber. So, aber das Schöne ist, du wirst das entdecken, ja, und du wirst das aufdecken und du wirst dich von dieser Person verabschieden. Das kann auch sein, dass du jetzt aktuell noch in den Fängen dieser Person bist und der schon auf den Leim getapert bist und dass du dich dann 2024 von der verabschiedest, ja. Das wird ein bisschen wehmütig dahergehen, aber es wird dir generell besser gehen. Und dann kommt hier plötzlich Helligkeit, Licht und auch so eine Wärme wieder in dein Leben. Und du wartest quasi, dass du eine anderen informativen Impuls beim Thema Spiritualität hast. Ja, leider gibt es sehr viele schwarze Schafe in der Esoterik. Das muss ich jetzt auch noch einmal ganz kurz sagen. Aber da scheinst du jemanden auf den Leim zu gehen oder gegangen zu sein. Das möchte ich dir nur einmal kurz mitgeben. So, lieber Stier, dann gucken wir jetzt einmal auf deinen Segen. Ich habe mir hier aus dem zweiten Kartendeck die hohe Arkana rausgesammelt und wir gucken mal, was ich dir da mitgeben darf, beziehungsweise welcher Segen dich im neuen Jahr begleitet. Oh, der Narr, sehr schöne Karte, großartig. Und da habe ich mir aufgeschrieben, ewiger Frühling und Unbeschwertheit, sehr schön. Das wird dich begleiten und ich glaube auch tatsächlich, egal was im Leben dir passiert, du wirst eine gewisse Unbeschwertheit, eine bestimmte Leichtigkeit oder vielleicht auch so einen grundsätzlichen Optimismus einfach mit dir haben. Vielleicht hast du auch die Gabe, Menschen erstmal so kennenlernen zu wollen, ohne irgendwelche Vorurteile, dass du dir einfach mal Dinge und Menschen anguckst. Ich habe ja schon ein sehr schönes differenziertes Denken bei dir gesehen oder beziehungsweise bei dir rausgearbeitet. Von daher, das darfst du dir gerne behalten. Und diese Unbeschwertheit und dieses Gefühl von ewiger Frühling, von ewigem Neuanfang, das darf dich begleiten im neuen Jahr und soll dir auch bei schwierigen Situationen helfen. So. Mein lieber Stier, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr das Video liked. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, wenn das jemand sehen soll. Und lasst gerne ein kostenloses Abo auf meinem Kanal da. Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch für das neue Jahr nur das aller, aller, allerbeste und bis zum nächsten Mal.